Hallo und herzlich willkommen zurück zu Freelancer Crossfire. Und nachdem wir in der letzten Folge Wheel of Sirius und Helios erforscht haben, bin ich wieder zurück auf dem Planeten Crossfire, von wo wir aus wieder wie immer losfliegen und uns alle anderen Systeme mal ansehen wollen. Ich habe mir jetzt mal eine kleine Liste gemacht und es gibt schon wieder unglaublich Ärger. Wir waren in einem Haufen Systemen noch nicht von X3043, was mich sehr wundert. Ich vermute mal, dass einiges gelöscht worden ist. Beziehungsweise dann neu aufgesetzt wird mit dem Ende der Crossfire-Kampagne. Denn ich glaube zum Beispiel in Sekar waren wir. Und da würde ich gerne heute mal hinfliegen. Gesetzt des Falles, wir waren in dem System, drehe ich natürlich gleich wieder rum. Heute heißt es zumindest erstmal Sekar. Vielleicht nehmen wir dann auch noch Enigma mit. Das weiß ich noch nicht. Ich will zumindest das System erstmal erforschen. Wir arbeiten uns sozusagen von der kreuzförmigen Anordnung der Sprungtore in X3043 arbeite ich mich jetzt mal vom unteren Teil aus nach oben. Und dann müssen wir uns noch vom Planeten Crossfire aus gesehen linken Teil aus rüber arbeiten. Da haben wir einige Systeme, glaube ich, noch nie gesehen. Sekar. Hier gibt's Ärger. Oh ja, hier gibt's richtig Ärger. Das ist eine Korsan-Handelsroute. Oh. Hey, Leute. Mist. Wir könnten ein kleines Problem kriegen. Okay, also die Korsan haben hier eine Basis. Was sieht's denn aus? Da ist noch eine kleine Handelsroute. Sollten wir uns eventuell mal vormerken. Hier ist eine Basis. Ich weiß noch nicht, wo sie ist. Da unten. Outpost Psy. Ich weiß nicht, ob die Korsaren jetzt... Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich hier docken darf. Ich glaube eher weniger. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht kann ich mich ja freikaufen. Leute, das ist ein Problem jetzt. Okay, sie haben uns den Zugang gewährt. Sie haben uns tatsächlich den Zugang gewährt. Ich bin erstaunt. Vielleicht kann ich mich jetzt bei den Korsaren freikaufen. Das wäre sehr nett. Das wäre sehr nett, wenn ich mich jetzt neutral kaufen dürfte. 1,4 Millionen Credits. Wir machen's. Bring it on. Whatever. Good luck. Okay, alles wieder im grünen Bereich bei den Korsaren. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, bei wem wir jetzt noch schlecht sind. Oder wieder schlecht geworden sind. Koalitionsrogues, ja, das wissen wir schon. Confederated Strike Force, weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Unioner, Rote Hessen, das ist alles in Ordnung. Ja, bei den anderen sind wir natürlich jetzt hier Bounty Hunters und die anderen, da sind wir jetzt erstmal neutral. Das ist in Ordnung. Bei den Dunkawasch sind wir jetzt auch neutral dadurch. Was? Das greife ich jetzt nicht ganz, aber okay. Wir sind bei den Korsaren wieder neutral. Und ich muss mir, glaube ich, jetzt erst einmal... Das war jetzt der falsche Händler auf den Schrecken. Schutzschutzbatterien und Nanobots kaufen. Denn das war jetzt nicht so geil, in das System zu kommen und hier gleich übelst Ärger zu haben. Huiuiuiui. Action hoch 5, aber wir sind bei den Korsaren wieder gut. Wir können jetzt hier in aller Ruhe rumschieben. In aller Ruhe. Das Problem ist nur... Ah, es gibt mehrere. Mehr Patrouillenrouten der Korsaren hier. Ich mache mir jetzt hier mal sozusagen einen kleinen Kreis an Wegpunkten, die ich gerne mal anfliegen möchte. Das System scheint ziemlich weitläufig zu sein. In der Hoffnung natürlich auf Stationen, Sprunglöcher etc. pp. Diese Basis hat keine Schiffe verkauft.
Das wundert mich ein bisschen. Tatsächlich. Wir gucken mal auf die Sternkarte, wo das System lokalisiert ist. Wo sind wir denn? Ich sehe uns noch gar nicht. Ich sehe unser Schiff tatsächlich nicht. Doch hier, tatsächlich. Irgendwo zwischen Tohoku und Sigma 19. Und es soll wohl eine direkte Verbindung nach Freihafen 7 geben. Ja! Deswegen habe ich den Systemnamen schon mal gehört. Einer der letzten Folgen, natürlich. Da haben wir dort das Sprungloch gesehen. Ich kann mich erinnern. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar das Sprungloch nach Freihafen 7. Problem war nur, dass das Spiel das System gelöscht hat. Nachdem wir in Freihafen 7 waren in dem System. Was ich bis jetzt noch nicht ganz kapiere, muss ich zugeben. Das verstehe ich noch nicht. Den Wegpunkt können wir rausnehmen. Denn da sehe ich ja das Sprungtor, das Sprungloch. Vielleicht ist es ja genau das nach Freihafen 7. Dann springe ich bloß mal rüber. Oder eigentlich brauche ich es nicht. Wir haben ja die Querverbindung damit gesehen. Ihr könnt ja in der Folge nochmal gucken, wo dieses Sprungloch nach Sekar war. Denn ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern. Ach, das ist das Sprungloch nach Cassius. Das können wir ja auch mal nehmen. Ich würde dann... Obwohl, nein, wir merken es uns. Wir merken es uns. Wir gucken mal weiter. Vielleicht gibt es hier mehrere Sprunglöcher, die ein paar Querverbindungen geben. Nach, in Richtung andere Systeme. Ist jetzt nur die Frage, was sind das hier für ein Transporter? Ach ja, ein republikanischer Transporter, okay. Warum nicht? Hier ist noch eine Patrouillenroute. Ich glaube, den Wegpunkt können wir streichen. Ich glaube eher, wir müssen uns hier treffen. Ah, jetzt müssen wir den anderen Wegpunkt natürlich streichen, das ist immer doof. Ich fliege jetzt mal hierher. GMG. Okay. Achso, hier ist einfach nur eine Verbindung der Patrouillenrouten. Das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich vermute mal direkt neben dem Sprungtor nach 3043 wird das Sprungloch nach Freihafen 7 sein. Vermute ich jetzt mal. Kann doch sein, dass ich mich völlig täusche. Einziges Ding ist bloß, was mich ein bisschen wundert, ich weiß nicht, wem es auch auffällt, aber die Sonnenanordnung sieht im ersten Moment so ein bisschen aus wie in Freihafen 7. Und dann fällt auf, wir haben in diesem System geschlagene 5 Sonnen. Das ist ein bisschen komisch, wie ich finde. Aber irgendwie auch lustig. 5 Sonnen. Tolle Sache. Wahnsinn. Also sollte ich jetzt das Sprungloch nach Freihafen 7 finden... auf die Schnelle. Würde ich zurückfliegen und würde mal dann, wie hieß das, Cassius, das System mir angucken. Und vielleicht gibt es von da aus noch ein paar Verbindungen und von da aus noch, das weiß ich jetzt noch nicht ganz. Wie gesagt, für mich, ich sag's immer wieder gerne, sind die Systeme auch Neuland. Paranrack, was haben wir denn hier? Das habe ich total übersehen. Von einem bekannten Schmuggler, Julio Gomez, der oftmals in Drogenschmuggel und dem Transport von Schaumkraut der Ausgestoßenen involviert war. So, jetzt würde ich mal kurz den Wegpunkt... Da ist auch noch eine neutrale Route. Oh, warte mal. Die geht hier durch. Ach, du grüne Neune. Okay. Ja, es war mir klar, dass du jetzt aus dem Anflugmodus gehst. Hier war jetzt aber kein Sprungloch. Das ist einfach nur der Anfang von einer Patrouillenroute, die uns neutral gesonnen ist. Kann sein, dass das sozusagen um das System herumführt.
Weiß ich noch nicht ganz. Da drüben sind... Hier sind irgendwelche Wracks. Könnte ich ja mal hinfliegen. Es gibt Ärger. Oh, hier ist ein feindliches Storage Depot. Minen. Ach du grüne Neune. Okay. Hier ist ein Minenfeld versteckt. Wo ist das Depot? Zur linken von uns. Jetzt muss ich in die Minen reinflattern. Von Nomaden? Okay. Dionysusfeld, ja. Okay. Das wundert mich jetzt sehr. Dass hier ein Minenfeld versteckt ist. Ach du Heiliger. Mit sowas rechne ich doch nicht. Da ist eine Station tatsächlich. Da kann ich den Wegpunkt löschen. Fliege ich mal zu der Station hin. Was macht denn dieses Minenfeld dort? Ist hier irgendwas da? Okay, also es steht nichts explizit da, zu dem Minenfeld da. Allerdings wundert mich das ziemlich, dass hier einfach mal so aus dem Nichts ein Minenfeld auftaucht. Mitten in einem System, wo man sich echt fragt, also Lünen ist... Ach, es gehört zu den Kopfgeldjägern. Okay, also ich stelle fest, das scheint ein doch umkämpftes System zu sein. Die Korsaren scheinen die Oberhand zu haben mit ihrer Handelsroute. Aber im Grunde ist dieses System vergleichsweise umkämpft. Wenn die Kopfgeldjäger hier eine riesengroße Station haben. Also das ist wahrlich verwunderlich. Tatsächlich. Aber verdammt nochmal, Minenfeld und dann ein Vorratsdepot von Nomaden? Das Einzige, was ich mir halt erklären könnte, ist, dass die Nomaden sozusagen... Schönes Schiff. Hallo. Was ist denn das hier? Das ist der Phantom. Starke Hülle, starke Waffen und ein ängstliches, also ein verängstigendes Design. Kommt fast an den Redemption ran. Hier ist der Hermes. Ja gut, das ist jetzt eher leichter Jäger der LSF. Und der Murphy. Das ist cool. Das ist natürlich auch cool. Na? Coole Schiffe, die es hier gibt. Sollte man sich merken. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Wie gesagt, Nomadendepot. Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist die Verbindung nach Freihafen 7. Das Ordensschiff? Nein. Aber Bounty Hunters mit einem Deimos. Okay, also keinem Anubis. Ich dachte jetzt mit einem Anubis. So. Ich fliege jetzt mal hierher. Dann fliege ich hier runter. Okay, hier sind Warnbojen. Ich verstehe das System noch nicht ganz. Okay, ich werde das mal löschen. Ja, hier rüberfliegen. Das kapiere ich noch nicht ganz. Warum sind hier Warnbojen? Ich habe jetzt aber auch kein... Oder? Habe ich das jetzt übersehen? Ist hier ein Sprungloch? Ne, aber Moment mal. Ich drehe mal kurz rum. Da sehe ich einen Wrack mittendrin. Das ist doch eindeutig zu sehen. Und das ist de facto neben der Station. Das könnte jetzt auch irgendwas sein. Da ist was. Ich weiß nicht, was es ist. Achso, es ist die Boje. Es ist die Warnboje. Oh mein Gott. Okay, da hat's geknallt. Weiß ich nicht, ob das jetzt... Okay, ist ein Kampf. Okay, also... Ach so. Das ist die Warnung, dass hier noch ein Minenfeld ist. Oder das ist es dasselbe? Ja, es ist dasselbe Minenfeld, okay. Aber meine Güte, warum ist denn hier ein Minenfeld? Und das scheint ziemlich starke Minen zu sein.
Wenn die Schiffe hier direkt dran zerschellen. Eieieiei. Schnell weg hier. Gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht sowas. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen verwunderlich. Das Ganze. Und ich weiß auch noch nicht, was damit bezweckt wurde. Es kann durchaus sein, dass das Sprungloch nach Freihafen 7 da drin ist in dem Minenfeld. Das müsste man aber wahrscheinlich von Freihafen 7 aus probieren. Und wenn man dann mitten im Minenfeld irgendwo landet, ist das natürlich nicht so der Brüller. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte da nicht so Lust drauf. Ganz ehrlich, ich setze jetzt mal hier einen Wegpunkt, aber nur perspektivisch. Kann sein, dass die Patrouillenroute weitergeht. Ich sehe bis jetzt aber auch noch nichts Besonderes, was jetzt hier noch so sein könnte. Ich finde das so wahnsinnig mit diesen 5 Sonnen in dem System. Sehen wir das mal von der anderen Seite hier. Das ist toll. Das ist ganz, ganz toll. Was sagt die Patrouillenroute? Sie geht... Okay. Sie geht da runter. Also die beiden Patrouillenrouten treffen sich offensichtlich irgendwie hier. Hier ist ein Feld. Okay, aber das... Ich sehe hier aber auch nichts Besonderes. Wie gesagt, Sprunglöcher sieht man ja zum Glück in der Crossfire-Mod von Weitem. Deswegen sich das eigentlich echt gut macht. Ah, toll, doing. Ach, nochmal. Okay, Anflugmodus rein und weiter geht's. Einfach mal dezent gegen ein paar Asteroiden geknallt. Und vor allem, wir haben nur die erste Hälfte des Systems abgearbeitet. Was hier unten jetzt noch ist in dem Bereich, ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wie gesagt, diese Patrouillenroute weiß ich eben noch nicht, ob da vielleicht das Sprungloch sein könnte, was ich eigentlich jetzt noch suche. Was ich gern mal wissen möchte. Und ansonsten... Ah nein, wartet mal. Ich sehe da was. Ich sehe da was. Ich habe da was Rotes blitzen sehen. Genau, da ist ein Sprungloch. Da vorne ist es das nach... Toll. Nach Freihafen 7 ist es das, was ich... Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verloren. Ne, da drüben ist es, okay. Ah, das ist natürlich durch dieses Asteroidenfeld hier durchzufliegen. Ist nicht so der Wahnsinn. Oder ist es ein Sprungloch in ein anderes System? Das ist jetzt die Grundfrage, die sich hier stellt. Es ist das Sprungloch nach Freihafen 7. Alles klar. Damit haben wir die Querverbindung gefunden. Und das Ende der Patrouillenroute tatsächlich. Denn ich glaube tatsächlich nicht, dass hier in Richtung der Sonne irgend noch was ist. So, ich werde jetzt hier Querfeld ein. Gnadenlos. Die 128 Kilometer hier rüberfliegen und noch das hier untersuchen. Und dann gucken wir uns Cassius an. Tatsächlich. Was will man denn sonst anderes machen? Von den Korsaren aus geht hier keinerlei Patrouillenroute weiter ab. Irgendwelche feindliche Sachen, habe ich keine Ahnung. Was dieses Minenfeld jetzt hier zu bedeuten hat, habe ich keine Ahnung. Vor allem ein Dionysos-Minenfeld habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Im Laufe der Crossfire-Kampagne. Es kann durchaus sein, das schließe ich an der Stelle nicht aus, dass wir in dem System im Laufe der Kampagne schon mal waren. Da müsste ich jetzt aber in die Folgen reingucken. Ich meine, wer sich natürlich erinnert, der kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und sagen, hier, das war die und die Mission. Ich müsste jetzt die Folgen nochmal explizit durchgucken und sehen, in welchem System ich dieses Minenfeld gesehen habe. Was auch so hieß. Kann sein, dass es das System war. Aber ich, wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher. So, jetzt sehen wir die Sonnen nochmal. Es ist Wahnsinn. Hier haben wir eine, hier haben wir eine. Da, da und da. Unglaublich, oder? 5 Sonnen in einem System. Also ich finde halt auch diese kreative Vielfalt, die die Crossfire-Entwickler da auch walten lassen haben.
unglaublich in den Systemen und wahnsinnig toll umgesetzt. Das Einzige, was mich jetzt eben bloß erschrocken hat, ist dieses Minenfeld. Wo auch immer das herkommt. Und ein Nomadendepot. Was da einfach mal so auf der Bildfläche erscheint bei uns. Ich meine, dadurch, dass die uns feindlich gesinnt sind, sehen wir es eben. Was haben wir hier? Polizei, EMG, GMG. Also fliegen ein paar Schiffe rum. Sozusagen. Station Object Unknown. Object Unknown? Ach, das sind die Bojen, glaube ich. Die, sozusagen diesen komischen Bereich abdecken. Ich weiß nicht, was dieser Bereich zu sagen hat. Entweder die Warnung vor dem Minenfeld, was ich ja durchaus verstehen könnte, weil haben sie ja gesehen, dass da im Laufe der Patrouillenroute auf einmal neben uns ein Minenfeld aufgetaucht ist. Was offensichtlich ziemlich stark ist und wahrscheinlich eine Stärke wie Zone 21 hat in Manhattan, denn die Schiffe sind ja direkt kaputt gegangen dran. Und da möchte ich nicht gegen eine Mine knallen, ganz ehrlich. Da habe ich keine Lust zu. Das habe ich, glaube ich, in Manhattan einmal im Grundspiel gemacht. Aus Versehen. Weil ich einen Weg natürlich außerhalb der Story zum Alaska-Tor finden wollte. Und nee, bitte nicht nochmal. Das war eine Erfahrung, die hat mich gelehrt, bitte nicht solche Minenfelder zu umgehen. Zumindest nicht, wenn ich weiß, wo der Weg ist. Also es war schon echt krass. Tatsächlich. Deswegen, Vorsicht walten lassen bei sowas. Wie sieht's aus? Ich glaube, ich kann die Wegpunkte wegnehmen. Ich kann mir jetzt hier einen setzen. Und direkt hier runterfliegen. Und dann sehen wir mal, was hier am Ende dieser Patrouillenroute ist. Ich vermute nicht viel. Es kann auch sein, dass das wirklich nur eine Dreieckspatrouillenroute ist, die sozusagen die Korsarenbasis abdeckt, also von Weitem abdeckt und Cassius im Dreieck abdeckt. Das könnte sein. Hermes, Hades, Eros und Dionysos. Kann sogar sein, dass die Asteroidenfelder hier hinten noch weitergehen. Was ist hier drüben? Das ist GMG, okay. Alles gut. Ich muss bei den Antrieben immer wieder schauen. Nicht, dass hier Nomaden auf einmal auftauchen. Und ich nicht gewappnet bin. Auf einmal. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, Nomaden können wir auch so kriegen. Das ist nicht das Problem. Die bekommen wir auch hin. Das hier ist die Patrouillenrouten. Das Patrouillenroutenziel. Scheint eine kaputte Station zu sein, mal wieder. Die Patrouillenroute geht weiter. Okay. Zeig mal her. Ah, das ist ein bisschen kaputt. Ja. Kennen wir ja schon sowas. Hier unten scheint also noch ein Feld zu kommen. Wir fliegen natürlich jetzt hier querfeld ein durch das Feld. Natürlich. Okay. War einfach nur ein Schiff. Aber das, ich weiß es noch nicht. Wir haben das Feld angeblich verlassen. Aber das war halt dieses Feld. Wir fliegen jetzt ins Hadesfeld oder sind immer noch im Hadesfeld. Und treffen auf einiges. Warum geht die Patrouillenroute hier runter? Ist hier etwa noch ein Sprungloch? Würde mich ja sehr freuen, tatsächlich. Wenn wir noch, da sind wieder Teile von der kaputten Station. Würde mich freuen, wenn wir hier noch einiges finden würden. Zumindest ein paar Sprunglöcher. Auf Nomaden möchte ich nicht unbedingt treffen, ganz ehrlich. Da hat mich Lost Paradise einiges an Nerven gekostet, dass da auf einmal so ein Nomaden-Mutterschiff aufgetaucht ist. Aber ich habe das Gefühl, Lost Paradise will ich nochmal hin. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber ich will den Weg zu diesen Systemen mir nochmal angucken. Okay, das ist hier ziemlich offen. Das sind irgendwelche Depots. Das ist eine Station. Okay, ich mache die Wegpunkte mal aus.
Hier hinten ist eine Station versteckt. Shiras. Vom Kusari-Militär. Gegen kleine, also für kleine Überfälle gegen Piraten gebaut worden, die Basis. Also ist ja mehr eine Gefängnisstation. Mit angebauter Raffinerie und allem. Ich meine, von mir aus. Gerne, ist in Ordnung. Aber. Was machst denn du jetzt? Lass den gerade automatisch fliegen, deswegen. Ich werde mal sehen, wie das jetzt hier auch weiter. Na, komm. Ja, jetzt können wir landen. Sehr gut. Shiras hat sogar Schiffe. Gucken wir uns mal an. Tatsächlich. Wir haben hier den Eliminator. Das ist der, der hier vor uns steht. Hm? Es ist ein richtiger Eliminator. Starke Hülle, schwere Waffen und 3 Torpedo-Launcher-Slots. Ach, du grüne Neune. Okay, also das ist ein Bonbon im klassischen Sinne. Der Stinger. Der sieht wirklich aus wie eine Mücke. Ist ja irre. Schwere Jäger mit halbwegsischen Kampffähigkeiten und der Shadow Reaper. Der aber auch ein ziemlicher Klops ist, muss man sagen. Finde ich. Die Neuentwicklung des klassischen Reapers. Den Reaper haben wir schon mal gesehen. Tatsächlich. Weiß nur nicht wo. Ich habe das irgendwann auch mal vergessen. Mit einigen kleinen Veränderungen am Design. Cool. Coole Sache. Dann ist hier hinten also doch noch eine Basis versteckt gewesen. Toll, toll, toll. Mensch. Ah, diese Ansagen. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Hier ist noch eine Basis. Noch ein Feld. Athena. Einziges Problem ist bloß. Also nicht Problem, aber ich sehe hier keinerlei Handelsrouten. Keine Patrouillenrouten mehr. Ich könnte jetzt in das Feld reinfliegen. Obwohl, sind wir richtig an der Patrouillenroute? Wir sind am Ende der Patrouillenroute angekommen. Ich könnte mir das Feld jetzt noch angucken, aber ich befürchte, dass hier nichts weiter ist in dem Feld. Weswegen ich jetzt umdrehe. Und wir uns in Richtung Cassius begeben. In der stillen Hoffnung, dass das System nicht gelöscht wird durchs Spiel. Das fände ich dann ein bisschen doof. Muss ich sagen. Das fände ich dann wirklich ein bisschen doof. Wenn wir das, wie gesagt, nochmal anfliegen müssen, beziehungsweise ich dann Sachen nicht zeigen kann auf der Karte. Wie wir das jetzt bei Freihafen 7 hatten. Deswegen konnte ich mich nicht an Sekar erinnern. Also zumindest den Namen hatte ich von dem System ja schon gehört, aber ich wusste eben nicht, wo dieses System ist. Oder wo wir die Verbindung schon mal dahin gefunden haben. Also, deswegen war das ungünstig, dass das System Freihafen 7 gelöscht worden ist vom Spiel, aber müssen wir akzeptieren, wir haben es ja in den letzten Folgen gesehen. Und demnach ist es jetzt nicht so schlimm, finde ich, aber es ist natürlich ungünstig. In dem System waren 3 oder 4 Sprunglöcher versteckt. Das eine war ja nach Purion Lake, was wir in den letzten Folgen schon gesehen haben. Das andere war jetzt hier nach Sekar. Und dann war noch eins wohin? Das habe ich nämlich schon wieder vergessen. In welches System das reinging. Deswegen ist ein bisschen ungünstig. Weiß ich eben nicht, was wir da machen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, bevor wir nach Cassius fliegen, beende ich an dieser Stelle die Folge und Cassius schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Likes und über Kommentare, was wir denn noch alles machen können. Und bis dahin. Ciao.